Jetzt bin ich hier in einem Mischwald aus Traubeneichen und Hainbuchen bestehend und entdecke nochmal so eine kleine Gruppe violetter Rötelritterlinge. Die sehen schon etwas verblasst aus. Das passiert bei den Rötelritterlingen relativ schnell, wenn die Nächte langsam kühl werden. Sind aber auf jeden Fall die lang erhofften, vielgesuchten Rötelritterlinge, die jetzt hier im Wald noch zu finden sind. Daneben immer wieder typisch für den spätherbstlichen Laubwald diese Rettichhelmelinge, die violette Form oder fleischfarbene Form. Und hier ein interessantes Gebilde am alten Hainbuchenstämmchen. Mal sehen, was es noch gibt. Schöne Graukappen sind nach wie vor zu finden. Man muss sie nur entdecken. Ja, wieder gleich ein größeres Grüppchen. Und fürs Auge nochmal ein Stubbenbewohner. Es ist der grünblättrige Schwefelkopf. Und das ist mal ein eindrückliches Bild im Wald. Hier hat der Specht schon ganze Arbeit geleistet. Und ist immer noch aktiv, wie man an den Spänen am Stamm sieht. Wunderbar. Und wieder ein nochmal interessanter Fund hier am alten Hainbuchenstamm. Schauen wir uns mal die Merkmale dieses Pilzes an. Hier ist noch ein schöner Stäubling, ich habe mal ein bisschen freigeräumt. So, und was haben wir hier am alten Kiefernstubben? Da kommt ja einiges. Das sind wieder Schwefelköpfe. Ich vermute, es handelt sich wieder um den grünblättrigen. Und meine Vermutung ist sicherlich auch richtig. Ja genau, hier kann man es beim älteren Exemplar gut erkennen, dass es noch schweflig grün, schweflig gelb in der Färbung der Lamellen, was man hier erkennen kann. Giftig also. Das wird hier eine der letzten spätherbstlichen Pilzmahlzeiten, auf die ich mich freue. Ich habe jetzt eigentlich eine Hunderunde gedreht. Insofern bin ich gar nicht richtig auf Pilze vorbereitet. Aber natürlich immer den Blick rechts, links in den Wald hinein. Und eine Mahlzeit
die morgen Knödel, Schweinebraten, violette Reutelritterlinge heißen wird. Und hier stehen immer noch mal ein paar Safran-Parasole. Der darf auch noch mit. Ja, hier siehst du noch mal im direkten Vergleich Helmling, Grau oder Nebelkappe und den essbaren violetten Reutelritterling. Ja, also wer die Pilze nebeneinander sieht, wird gerade niemals einen Rettichhelmling mit einem violetten Reutelritterling verwechseln. Und dito wird niemand, der Nebelkappe und Reutelritterling nebeneinander gesehen hat, diese beiden Pilze im Wald jeweils mehr. Hier steht im Wald mal die Nebelkappen direkt neben violetten Reutelritterling. Das habe ich so in der dichten beieinander Wuchsform noch nicht gesehen. Ist aber auch mal spannend. Und das ist nochmal witzig hier. Steht nochmal scheinbar eine relativ knackige Ziegenlippe oder auch Rotfußröhrling, und zwar an so einem wunderschönen von Kiddies, von Kindern hergestellten Bushcraft Lagerplatz, ein Tipi im Wald mit Ziegenlippe davor. Herrlich. Und Nummer 2. Geht's hier im Pilzwald? Es geht weiter mit zwei schönen Beutelstäublingen. Im November. Schöne Funde. Und ein weiterer kleiner witziger Bushcraft-Unterstand. Eher so den umgedrehten Schiffsrumpf nachahmend. Für das Rezept werden die violetten Reutelritterlinge in feine Streifen geschnitten. Das wird nämlich Rotkraut aus violetten Reutelritterlingen. Nachdem alle Pilze in Streifen geschnitten wurden, werden sie in Butter, ca. 50 Gramm für 500 Gramm Pilze, für 10 Minuten angebraten. Danach geht es weiter. Es kommen einige Apfelstücke dazu. Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker, Nelken. Und aus diesen ganzen Ingredienzien wird ein leckeres, zu Knödeln und verschiedenen Braten passendes Pilzgericht aus den violetten Reutelritterlingen. Eine empfehlenswerte Rezeptur, die aus meiner Sicht auch nur mit diesen Ritterlingen durch ihr süßliches Aroma machbar ist, umsetzbar ist. So, alle Ritterlinge aufgeschnitten. Man hört schon im Hintergrund die Pfanne brutzeln. 10 Minuten, wie gesagt, mit Butter und Pilze ohne Gewürz. Dazu braucht es 4-5 Nelken und einen schönen Apfel,
Salz, ein wenig Pfeffer. So sieht die Pilzpfanne aus. Ein bisschen Salz hinzu. Ein wenig Zucker. Nelken sind schon drin. Als nächstes folgt mein Äpfelchen. So, der Apfel ist drin. Die Linse beschlägt. Dann kommt noch Balsamico und noch weitere 10 Minuten. Dann ist es eine wunderbare Beilage mit vorzüglichen Geschmacksnuancen, hoffe ich mal, zu den Knödeln. So, angerichtet ist es. Knödel mit einem Tofu-Paprika-Gulasch und dem Rotkraut aus violetten Rötelrittling als vegetarische Variante und als Variante für die Liebhaber des Fleisches. Knödel, das Rotkraut aus den violetten Rötelrittlingen und ein Schweinebraten aus dem Karree des Iberikos.